Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 95, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Chancengleichheit und zur Qualitätsverbesserung der frühkindlichen Bildung. Drucksache 19 aus 63/19 zu 62/65 aus 19 zu 54/67 aus 19. Berichterstatterin ist Frau Abg. Bächle-Scholz. Ich bitte um Berichterstattung. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD und der LINKEN bei Stimmenthaltung der FDP den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Vielen Dank, Frau Bächle-Scholz, für die Berichterstattung. Erster Redner ist Kollege Merz für die SPD-Fraktion. Sehr gerne, Herr Kollege Boddenberg. Das tue ich, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Es wird ja viel von historischen Ereignissen geredet in diesem Zusammenhang, in diesen Tagen. Ich sage Ihnen, was die frühkindliche Bildung angeht und auch was viele andere Fragen in diesem Land angeht, ist das maßgebliche historische Datum der 28. Oktober 2018. Denn am 28. Oktober 2018 werden die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes unter anderem darüber abstimmen, ob es in diesem Land tatsächlich einen großen Schritt nach vorne im Bereich der frühkindlichen Bildung gibt oder nicht, ob Sie eine Kraft wollen, die Kraft und die Energie und die Bereitschaft hat, einen großen Schritt nach vorne zu gehen, die Kraft und die Bereitschaft hat, Eltern tatsächlich von den Gebühren für den Besuch von Kindertagesstätten freizustellen, und zwar nicht nur die 3- bis 6-Jährigen, sondern auch die 1- bis 3-Jährigen, auch die Kinder im Hortbereich. Nicht nur 6 Stunden oder bis zu 6 Stunden, eine nach wie vor ungeklärte Frage, ich will es nur noch einmal gesagt haben, an der wir auch weiterbauen werden, Herr Minister, nur dass Sie nicht glauben, Sie wären jetzt an der Stelle, Sie würden an der Stelle in Ruhe gelassen, sondern für alle Kinder, unabhängig vom Betreuungsalter und unabhängig von der Betreuungszeit. Punkt 1. Punkt 2. Die Menschen können darüber abstimmen, ob Sie Qualitätsverbesserungen durch mehr Personal in unser, und zwar qualifiziertes Personal in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen haben wollen, ob Sie dringend notwendige, auch aus Sicht der Eltern und vielleicht dringender notwendige Verbesserungen als die Gebührenbefreiung, aber mindestens genauso wichtige Veränderungen im Bereich der Qualität, meinethalb der Strukturqualität, aber ich bleibe dabei, die Strukturqualität, Herr Minister, ist die Voraussetzung für Prozessqualität. Ob Sie das haben wollen, nämlich dadurch, dass es 20% Zuschlag auf die normale Personalausstattung für mittelbare Pädagogik gibt, inklusive der dringend erforderlichen Elterngespräche, ob es auskömmliche Ausfallzeiten gibt, die dazu führen, dass eine Kindertagesstätte nicht den Betrieb einstellen muss, auch wenn Grippewelle ist, und drittens eine Leitungsfreistellung, die den Aufgaben, die eine Kita-Leitung heute mehr denn je hat, diesen tatsächlich gerecht wird. Und Sie können darüber abstimmen, ob all dieses vernünftig durch das Land und zuverlässig und zukunftssicher finanziert werden kann, dadurch, dass das Finanzierungssystem auf eine sichere Grundlage gestellt werden kann. Und jetzt, Herr Kollege Boddenberg, ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Ja, wir haben, auch das habe ich hier schon dargestellt. Und wenn Sie mir zugehört haben, was Sie meistens ja tun, wie ich weiß, haben Sie das auch sicher alles noch im Kopf. Ich habe von diesem Pult mehrmals erklärt, erstens, unsere Vorschläge seinerzeit waren als erster Schritt gedacht. Zweitens, wir haben auch unter dem Eindruck der Anhörung, die es zu dem Gesetzentwurf gegeben hat und auch zu dem Gesetzentwurf der LINKEN gegeben hat, den wir damals aus Finanzierungsgründen und übrigens auch aus systematischen Gründen, weil er noch auf der Basis des KiföG im Grunde operiert hat, das war einer der Gründe, warum wir dem nicht zugestimmt haben, aber vor allen Dingen auch aus Finanzierungsgründen sind wir damals da gewesen, wo wir sind. Wir haben uns seither in der Debatte weiterentwickelt, und auch die finanzielle Lage des Landes hat sich weiterentwickelt, und zwar zum Guten.
Und deswegen können wir heute über diese Angelegenheit anders reden als zu Beginn des Jahres 2016. So ist das. Wir sind über zwei Jahre weiter. Und unsere Diskussion, Herr Kollege, unsere Diskussion ist immer darüber, hat sich immer um den Punkt bewegt, wie kriegen wir die Gebührenbefreiung, also die Familienentlastung auf der einen Seite und die notwendige Verbesserung der Qualität auf der anderen Seite und eine dritte Seite, das stimmt jetzt nicht ganz, die dritte Seite, wie kriegen wir das so finanziell organisiert, dass die Kommunen damit leben können. Das waren die drei Punkte, mit denen wir uns immer geplagt haben. Und vor dem Hintergrund der veränderten finanziellen Situation dieses Landes, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass eben nach 2016 die Regelung zum Länderfinanzausgleich stattgefunden hat, und das war ja das, wo Sie alle nervös geworden sind, weil da das Versprechen des Ministerpräsidenten ja war. Ja, deswegen sind Sie doch im letzten Jahr so nervös geworden, genau weil es den Länderfinanzausgleich gab und weil wir Sie an dieses Versprechen erinnert haben und mit Gründen erinnert haben. Das ist der historische Zusammenhang, und das ist die Differenz zwischen dem Gesetzentwurf von 2016 und dem vom Dezember letzten Jahres. Ja, es Kollege Merz, kommen Sie bitte zum Schluss. Es ist nicht verboten, für eine Fraktion dazuzulernen. Das haben wir gründlich getan. Wir haben die Realität noch einmal neu eingeschätzt. Wir haben die finanziellen Realitäten noch einmal neu eingeschätzt. Und wir kommen zu der Überzeugung und bleiben dabei, dass die Versprechen, die wir mit diesem Gesetzentwurf abgeben, gehalten werden können und dass sie finanzierbar sind. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Den Zettel habe ich gekriegt. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Da liegt jetzt eine. Also es ist noch Hoffnung. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Für uns hat sich seit der zweiten Lesung im Hinblick auf unsere Einschätzung zum Gesetz der SPD zur Verbesserung der Qualität an Kindertagesstätten und deren Finanzierung durch die Kommunen nichts geändert. Dieses Gesetz hat mehrere sehr gute Ausprägungen. Es hat allerdings auch einige Bestandteile, die wir nicht teilen. Was uns besonders gut gefällt an dem Gesetz, ist, dass an den wichtigen Qualitätsmerkmalen Hand angelegt wird und Verbesserungen vorgesehen sind, also gerade bei der Frage der Leitungsfreistellung und der Frage der Vorbereitungszeiten. Dort wird Geld investiert. Das finden wir sehr gut. Es gibt auch den wichtigen Hinweis aus unserer Sicht bei der Frage des Landeselternbeirats Kita. Auch dort ist es positiv einzuschätzen, der Gesetzentwurf der SPD. Wo wir nicht mitgehen können, ist bei der Frage der grundsätzlichen Struktur der Gruppenbezogenheit. Da stehen wir weiter bei der kindbezogenen Förderung. Und es gibt noch natürlich einige weitere Punkte. Der Schwerpunkt bei der Kommunalfinanzierung, den wir so nicht sehen, sondern wir glauben weiter, dass in der jetzigen Situation und bei der jetzigen qualitativen Situation der Kindertagesstätten ganz besonders die Qualität im Mittelpunkt stehen sollte und dass sowohl die Kommunen und das Land wie auch der Bund erst einmal seine gesamte Energie darauf verwenden sollten, diese Qualität herbeizuführen zum Wohle unserer Kinder, der Kinder dieses Landes und deren Zukunft. Und darum werden wir uns, wie schon angekündigt, bei diesem Gesetzentwurf enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bartelt, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Noch einmal eine ganz kurze Replik zu den Anmerkungen von Herrn Kollegen Merz. Also, wenn die Bürgerinnen und Bürger am 28. Oktober die Beitragsbefreiung noch ausreichend würdigen und wenn sie entscheiden, finden wir das gut, dass
die Elternbeiträge abgeschafft wurden, oder finden wir das nicht gut? Wenn Sie da entscheiden, wir finden es gut oder nicht gut, und wer hat das gemacht? Die schwarz-grüne Landesregierung. Dann können wir eigentlich den Wahlen sehr optimistisch entgegensehen, meine Damen und Herren. Jetzt zu Ihrem Gesetzentwurf. Da hat sich der Sachverhalt in den letzten zwei Tagen natürlich nicht wesentlich geändert. Wir bleiben dabei. Dieses Gesetz ist schlichtweg nicht finanzierbar. Wenn man sagt, es ist über 1 Milliarde €, dann ist das auf jeden Fall richtig, ohne sich auf einen genauen Betrag festlegen zu müssen. Es ist ein Betrag über 1 Milliarde, und es ist eben nicht finanzierbar. Es bleiben einfach leere Versprechungen. Darüber hinaus halten wir es auch für systematisch falsch, dass man sagt, wir werden nicht eine Pauschale den Kommunen geben, sondern wir werden alle Kosten übernehmen, also genau gesagt 82,5% der Personalkosten übernehmen. Das halten wir vom Ansatz her falsch, weil es dazu führen würde, dass es unkalkulierbar wäre und das dann über kurz oder lang in die Gestaltungsfreiheit der Einrichtung eingegriffen werden müsste. Insofern halten wir unseren Gesetzentwurf, der eben verabschiedet worden ist, den deutlich besseren. Und die Opposition hat ja in der Sache auch gar keine Gegenargumente vorgetragen. Es wurde erst in der Geschäftsordnungsdebatte diskutiert, welcher Antrag zuerst diskutiert werden sollte. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann haben Sie gesagt, sind Sie sehr breit in die Historie eingegangen, wer was mal gesagt hat, als die Voraussetzung des Spielraums durch Einigung im Länderfinanzausgleich noch gar nicht da war, haben Sie sehr lange zitiert. Aber Sie haben hier nicht gesagt, wir wollen die Beitragsfreiheit nicht. Das haben Sie nicht gesagt. Also im Grunde genommen halten Sie es ja auch richtig. Ich will jetzt nicht noch einmal Herrn Oberbürgermeister Feldmann zitieren, aber im Grunde genommen halten Sie es ja auch für richtig. Sie halten es ja auch für richtig, das sieht man ja auch daran, dass wirklich alle Kommunen des Landes Hessen, einschließlich der sozialdemokratisch regierten Kommunen, hier mitmachen werden. Also auch die finden das gut, meine Damen und Herren. Insofern würde ich sagen, wir freuen uns über das verabschiedete Gesetz von CDU und Bündnis 90 die Grünen und werden Ihren Gesetzentwurf erst einmal zu den Akten legen. Besten Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Bocklet, Bündnis 90 die Grünen. Frau Präsidentin, mal sehen, ob ich die Wette gewinne, dass ich den Herrn Merz noch einmal in eine Kurzintervention treibe. Es ist in der Tat so, dass der Gesetzentwurf, ich habe das im Ausschuss schon sehr ausführlich besprochen, dass wir bei der seriösen und ich sage noch das Wort dazu eher konservativen Schätzung des Gesetzentwurfs der SPD aufsetzend auf das, was wir mit den 400 Millionen €, die jetzt schon in den Etat fließen, sind wir etwa bei 800 Millionen €, der tatsächlich in Betracht gezogen hat, dass der Länderfinanzausgleich etwa 500 Millionen € für Hessen bedeutet. Dann weiß man, dass man diesen Euro ja nur einmal verfrühstücken kann. Aber die Argumentation von der SPD lässt das außer Acht. Wenig verwunderlich bei den Kosten, die sie ansetzt. Die Übernahme von 82% der Personalkosten wird geschätzt, konservativ geschätzt, auf Mehrkosten von 600 Millionen €. Die Personalvorschläge von der Personalverbesserungsvorschläge, Leitungsfreistellung, Ausfallzeiten, mittelbare pädagogische Arbeit nochmals um 400 Millionen € rund. Und dann natürlich noch die weitere Beitragsfreiheit übersteigt das nochmals um geschätzte einige 100 Millionen €. Darüber, die letzte Zahl war, die ich gehört habe, 280 Millionen €.
So, wenn man das alles addiert, kommt man auf einen Betrag über 1 Milliarde €. Und dann kann man nicht darauf rekrutieren, auf den Länderfinanzausgleich, der bereits schon hier bei der Anhebung des Doppelhaushalts berücksichtigt wurde. Deswegen hat man also, würde man ja im Zweifel eine Rechnung machen, wo Sie genau wissen, das geht so nicht. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig im Saal, dass es Mehrkosten wären von 1 Milliarde €. Ich glaube, dass man Ihre Vorschläge insgesamt, und das habe ich auch gesagt, inhaltlich ernsthaft diskutieren muss und in den nächsten Jahren auch schrittweise angehen wird bei der Frage, wie werden wir abwägen bei der Qualitätsverbesserung, wie geht man um mit Gruppengrößen, wie geht man um bei der Frage, werden wir auch Leitungsfreistellung und vieles andere mehr. Darüber werden wir weiter diskutieren. Der Doppelhaushalt ist verabschiedet. Er hat sich dafür entschieden, für 50 Millionen € Qualität, 86 Millionen € für Ausbau, 310 Millionen € der Endausbaustufe für die Beitragsfreiheit und hat damit einen seriösen Schritt begangen. Der nächste, der zu gehen ist, wird neu zu diskutieren sein. Ich sage noch einmal, im Bundeskoalitionsvertrag steht drin, das Recht der Eltern auf eine Betreuung für Grundschulkinder. Ich glaube, dass da eine große, große Gebührenwelle auf uns zurollen wird. Auch das wird zu beantworten sein, und das wird in dieser Abwägung dann zu beantworten. Ich will der SPD vielleicht einen Vorschlag machen. Ich glaube tatsächlich, dass 1 Milliarde dann zu stemmen wäre, wenn man von all anderen Forderungen, die man in anderen Bereichen gemacht hat, Abstand nehmen würde. Dann haben Sie aber auch das Rückgrat, hier zu sagen, diese Liste, die wir hier immer mitschreiben und aktualisieren, nämlich, ich darf es Ihnen einmal zitieren, etwa 1 Milliarde war der letzte Stand von Günter Rudolph, es fehlt 1 Milliarde im kommunalen Finanzausgleich, auch wiederholt von Norbert Schmidt am 8. August 2017, 1 Milliarde mehr für KfA. Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer, 500 Millionen mehr für sozialen Wohnungsbau, 240 Millionen mehr für Hessenkasse, 240 Millionen mehr für Erhöhung der Beamtenbesoldung, Ablehnung der Grunderwerbsteuer macht 230 Millionen €. Investitionen der Landesinfrastruktur soll verstärkt werden, Grundschullehrerstellenanhebung und. All das macht mehrere Milliarden Euro aus. Auf das alles werden Sie verzichten müssen, wenn Sie alles in die Kinderbetreuung. Aber dann haben Sie das Rückgrat und sagen Sie das heute hier. Sie können nur eins machen, nur einmal den Euro ausgeben. Und ich weiß nicht, ob sich da der Herr Merz mit seiner Art in der Fraktion so durchgesetzt hat, Herr Schmidt. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich SPD-Verkehrspolitiker wäre, Schulpolitiker wäre, würde ich schon einmal die Frage stellen, ab wie vielen Milliarden hören wir eigentlich einmal auf, total rumzuirren. Es ist nicht möglich, mehrere Milliarden im nächsten Etat, in der nächsten Legislaturperiode zu stemmen. Und dann sage ich Ihnen den Satz noch einmal, damit Sie ihn auch verstehen für Ihr schlaues Buch. Wer allen alles verspricht, begeht kalkulierten Wahrbruch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er wird nämlich nur einen Teil davon halten können, und das haben Sie auch schon zugegeben. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen der Fraktionen mehr. Diesmal ist es so. Herr Staatsminister Grüttner für die Landesregierung. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unzweifelhaft ist ja, wenn man alles umsetzen könnte, was da drin steht, dass das sicherlich eine spannende Angelegenheit gewesen ist. Was übrig bleibt, ist, es ist nicht umsetzbar, weil es nicht finanzierbar ist. Deswegen ist es den Menschen Sand in das Auge gestreut. Und ich finde, das ist keine solide Politik. So, Kolleginnen und Kollegen, keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann komme ich zur Abstimmung über den Gesetzentwurf zu Tagesordnungspunkt 95. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD, der Linken und Abgeordnete Öztürk. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Dann ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Rückmeldung, was mit den 70 Punkten passiert, die wir noch auf der Tagesordnung haben. Alle ins nächste Plenum, ist das korrekt? Gut. Also ich glaube, wir machen sie nicht mehr, aber dann schieben wir alles ins nächste Plenum.
von 34 aufwärts die Nummern markieren. Dann bedanke ich mich, wünsche einen guten Heimweg und noch einen angenehmen Abend.